liebe Leute, herzlich willkommen zum Ende einer kleinen Ära. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23, meine Karriere mit Athletic Club Bilbao. Ja, warum Ende einer kleinen Ära? Ich habe mir tatsächlich jetzt endlich, oder das habe ich endlich auf die Reihe bekommen, eine PS5 zu organisieren. Die werde ich quasi abholen. Also, da habe ich, wenn die Folge rauskommt, habe ich schon abgeholt. Wird also quasi, um eine Überbrückung zu schaffen, um keinen Stress zu haben, weil ich am Freitag gerne, wenn ich meine PS5 habe, ein neues Projekt anfangen werde, was daher kommt noch in 2 Stunden, zumindest voraussichtlich in 2 Stunden kommt. Zumindest ist es so geplant. Und ja, und wenn ihr die Beschreibung liest, übrigens, der sieht auch, was genau es da kommt. Ja, quasi ist das die letzte Folge von FIFA 23, die auf der PlayStation 4 erscheinen wird. Also, ergo, die nächste Folge, das nächste Spiel, nicht gegen Betis, sondern das danach, geht quasi auf der PlayStation 5 dann weiter. Jo, und schön, dass ihr heute nochmal dabei seid. Und wir wollen heute nochmal einen Dreier holen, quasi dann auf 9 Punkte kommen. Und danach wird es vielleicht etwas schwerer und ja, ich weiß es noch nicht. Der Unterschied zwischen der PS4 und der PS5 wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Da muss ich mich mal dran gewöhnen und da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Aber ich versuche dann meinen Spielstand und meinen Speicherstand und alles mit rüberzunehmen und dann quasi weiterzumachen. Gut, okay, gehen wir rein ins Match. Real Betis ist heute der nächste Gegner und da wollen wir natürlich auswärts diese 3 Pünktchen holen. Also bis zum Deadline Day oder Ende des Deadline Days machen wir und dann geht's quasi rüber auf die PS5. So, Ciaro möchte gerne, sonst für 2 Jahre nach Nashville. Okay, gehen wir rüber. Gehen wir ab. Erstmal. So, Leihangebot für Ciaro. Das kann auch schon mal erledigt werden. Das ist Angebot ablehnen. Weil ich bin nicht interessiert, meinen Spieler mit Kaufoption abzugeben. Weil ich gebe die Spieler eher mit einer. Er auf 2 Jahre meistens. So, jetzt haben wir noch mal. Geht's los mit dem Auswärtsspiel bei Betis Sevilla. Gut, ich würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Ja, ich kann eigentlich durch so bleiben. Das passt soweit. Und dann. Ja, geht's rüber. So. Willkommen zu dieser heutigen Partie. Wir melden uns aus dem Estadio Benito Villamarín. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Real Betis gegen Athletic Bilbao. Athletic Bilbao ist mit 2 guten Auftritten gestartet. Der Punktestand spricht für sich. 6 Zähler sind es schon. Wer hätte das gedacht? Da war mit weniger geplant worden. Wenn die so weitermachen, wenn da nicht irgendwann doch der Einbruch kommt, dann dürfen wir ihnen eine Menge zutrauen. Gehen Real Betis in dieses heutige Spiel. Claudio Bravo ist im Tor. Andres Guardado steht mit William im Mittelfeld. Und Borja Iglesias spielt als einziger Spieler vorne drin. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Es ist schon erstaunlich, wie gut Bilbao immer wieder vorne mithalten kann. Ja, Wolf, das, obwohl man nie von seinem Konzept abgerückt ist, nur mit baskischen Spielern aufzulaufen. Da kann ich nur sagen, Respekt. Ja. Na dann, auf geht's ins Auswärtsspiel, Bilbao. Spiel
Borja Iglesias. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ja, William. Athletic Bilbao präsentierte sich gut in Form bei diesem Heimsieg, als man es mit dem FC Getafe zu tun hatte. Eine rassige Partie war das. 4:2 der Endstand. Und ich glaube auch heute. Und dann schön mit dem Doppelpass außen vorbei. Yaoyasabal, der teure Neuzugang. Ja, ich muss jetzt gerade gucken. Naja, da sind aber gegen drei ist ein bisschen zu viel. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Der Angriff jetzt über Fekir. Wird das die Führung? Ach, warum spielst du den vernünftig in den Lauf? Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Ja, schöner Ball. Escobar, der Neue, der 16-Jährige. Kann er nochmal einen rauslassen? Nein! Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht im Fall. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Guardado. Borja Iglesias. Also so wirklich große Chancen hat man noch keine. Also doch der eine jetzt gerade. Der Schuss von Escobar. Den ich jetzt ein bisschen fördern möchte. Jetzt der Steilpass. Der Szene schön zu erkennen, wie ihre Strategie aussieht. Schnelle Pässe, viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Ah, verdammt, ey. Gefährlich. Macht jetzt auch gute Chance für Bilbao, sondern für Betis. Ja, die stehen zwar mit einem Punkt da unten drin, aber die hatten durchaus wahrscheinlich schwieriges Auftaktprogramm. Williams. Und dann ist es Nico Iñaki Williams, Entschuldigung. Claudio Bravo, klasse gehalten. Und der Bravo sagt dann, nö, das nehm ich dir mit. Nico. Williams. Williams. Schuss kommt nicht durch. Joaquin. Da kann er schön. Stoppen. Gut dazwischen aber jetzt. Oh ja, Sabal. Sie suchen die Lücke. Jetzt hat er noch mal ein bisschen Glück. Nico Williams. Wir kriegen aber immer wieder einen. Wir kriegen doch einen Fuß dazwischen jedes Mal. War schon jetzt die nächste gute Situation. Und ich will ja gerne diesen neuen Zähler haben. Ich will ja zum Abschluss nochmal einen Sieg von der Konsole. Weil ich habe gerade die Nachricht bekommen, meine PS4 kommt nämlich heute schon. Das heißt, also quasi, ich nehme ja, wie gesagt, es ist Donnerstag. Ich nehme ja donnerstags auf. Quasi um einfach, weil ich damit auch gerechnet habe, dass ich Freitag nichts kurz zum Aufnehmen komme. Beziehungsweise mit dem neuen Projekt anfangen. Was ja nachher noch kommt. Und krieg gerade die Nachricht rein, dass meine PS4 heute sogar schon kommt, beziehungsweise ich sie abholen kann. Klar, deswegen werde ich jetzt gleich kurz nach Leipzig fahren und die abholen und dann hoffe ich, dass ich es organisiert bekomme, dass ich es eingerichtet bekomme und relativ zeitnah aufnehmen kann. Ist da jetzt die Karriere so ein bisschen ausklingen? Und deswegen bin ich gerade ein bisschen heiker heiter. Wie gesagt, deswegen möchte ich diesen Abschlusssieg haben hier nochmal, damit wir mit 9 Punkten in die nächste Saison gehen. Ich hoffe, dass das dann alles passt mit den Schweißbestimmungen, die wir rübernehmen und alles, aber... Ach, die fucking Abseits! Weil wenn der nämlich durchgegangen wäre, dann hätte ich vorne auf die Spitze spielen können. Wir stehen zur Pause auf 0-0. Hier in Ballbesitz zu bleiben. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Fekir! Klasse durchgesetzt. Fekir! 1-0! Betis! Damit haben wir das erste Tor dieser Partie.
Jetzt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Und jetzt geht's los. Knapper Rückstand für Bilbao. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Gute Pässe davon, Bilbao. Muniain. Ich komme aber auch nicht so wirklich in die Position, wo ich jetzt echt. Williams. Ja. Jetzt sind sie am Ball. Ich muss jetzt laufen im Rückstand hinterher. Das tut doch nicht jetzt weh, dass du jetzt direkt vor der Pause den Rückstand kassiert hast. Ah, das könnte was werden jetzt. Da ist die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Ganz stark. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Euer Sabal. Ja, ich probiere es jetzt gerade mal. Ich komme aber auch nicht in die Position, weil da immer wieder was dazwischen kommt. Er lässt den Gegner stehen. Ist kein Bravo. Für einen Keeper seiner Klasse. Sie wechseln also aus. Ecke kommt rein. Er bringt den Ball nicht raus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt gleich wechseln. Aber jetzt vielleicht erstmal lieber Elustondo, der was versuchen kann. Er blockt die Hereingabe. Aber nicht da so. Ja, du stehst natürlich komplett wieder. Den Ball holt er gut. Aber da kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Ich komme nicht wirklich da außen durch. Sobald ich da irgendwie in die Nähe vom Strafraum komme, hat irgendwer von denen irgendwas dazwischen. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen wechseln. Vielleicht nochmal einen neuen Impuls geben. Verteidigt. Vielleicht die Konterchance. Was machen sie draus? Jetzt schießt er! Oh, nicht, dass er noch das nutzt. Aber was ist das denn für ein Spielzug? Mit ganz viel Tempo kommen sie angerauscht. Super Aktion. Williams. Balenciaga. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen wechseln müssen. Kann sich durchsetzen. Irgendwann mal irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Und das wieder geht der drüber. Alter, das ist noch nicht zu. Es droht diese erste Saisonniederlage gegen Betis, bei Betis, weil man überhaupt nicht in das Spiel reinkommen will. Kaum wichtige Chancen. Also es sieht momentan nach einer verdienten Auswärtsniederlage gegen Betis Schönes aus. Pressing jetzt. Aber jetzt vielleicht nochmal. Ist das der Ausgleich? Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Na, Schade. Mann, wir können das auch vorbei. Gewesen. Ja, sah richtig gut dann aus. Dann setzt man das. Viertelstunde noch. Vielleicht noch irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Ich glaube, gewinnen wird enge werden. Aber vielleicht noch irgendwie mal einen Punkt, diese Ungeschlagenheit bewahren. Und sag ja, Bette steht schlechter da, als sie letztendlich sind. Oyarzabal vielleicht doch mal. Sind die Räume da für Oyarzabal.
kommt überhaupt nicht. Sie suchen die Lücke. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und wieder Bravo. Da passt der Torhüter auf. Auch den hat der. Das Keeper. Könnte jetzt nochmal die Chance auf den Ausgleich geben. Muniain. Gute und Szene, vorbei. Gibt Abstoß. 10 Minuten noch vielleicht. Sergio Canales. 6 Minuten haben wir hier noch. Ja, der kommt aber immer wieder in die Zweikämpfe. Aber dann ist der Ball vielleicht so, ja, so Ballverlust. Holt nur, dann kriegt er wieder. Canales. Das springt mir jetzt natürlich wieder aus. Mann, ich hole einen Ball und dann springt der mir jetzt aus. Ecke kommt in den 16er. Ja, natürlich. Natürlich. Gehalten. Also du meinst irgendwie einen Ball holt. Springt ja so, dass der Gegner den nochmal kriegt. Ja, jetzt spielt nochmal eine Kurzecke, natürlich, damit er noch ein bisschen Zeit runtergeht. Ich meine, sie machen es richtig. William Carvalho. Ich denke mal, das war's. Fick hier! Einfache Aufgabe für das war's, liebe Leute. Wir holen die erste Niederlage. Und das fällt doch noch einmal! Ballgewinn, gefährliche Position. Oder doch nicht! Doch nicht! Das Zeug war eigentlich, die Zeug war abgelaufen eigentlich. Die Zeit war eigentlich abgelaufen. Bettis hatte den Ball. Sie verlieren ihn nochmal in der Vorwärtsbewegung. Und da kriegt Oyasa Ball und haut das Ding in die Maschen. 1:1, 94. Yes. Es bleibt in der Liga bei Remis, Punkteteilung, ein unterhaltsames Spiel ist zu Ende. Zwei richtig gute Mannschaften, ich glaube, heute muss keiner unzufrieden sein, das hat Spaß gemacht. Da sieht man, dass auch ein Remis gut unterhalten kann. So, gut. Wir holen tatsächlich diesen einen Punkt noch. Der Keeper hat sehr gut gehalten. Jetzt ist es dann doch irgendwann mal versöhnlich. Wie gesagt, ich hatte eigentlich damit nicht mehr gerechnet. Ich dachte, ja, das Ding hast du dann am Ende verloren. Aber du kriegst halt diesen entscheidenden Konter und nutzt ihn dann am Ende nochmal. Und haust das Ding dann nochmal in die Maschen. In der letzten, allerletzten Minute. Und wie gesagt, Betis hatte den Ball. Sie haben ihn nur verloren in der Vorwärtsbewegung. Sie wollten, wenn der vorbei gewesen wäre, wenn der Spieler den nicht gekriegt hätte, Oyarzabal, dann wäre das Thema tatsächlich durch gewesen. Hat der Schiri nämlich abgepfiffen. Gut. Jetzt machen wir noch schnell den Deadline Day und dann würde ich sagen, ist hier finito auf der PS4. So, Sierro wechselt tatsächlich für 2 Jahre nach Nashville. Das habe ich jetzt bewusst auch so gemacht, damit ihr da einfach ein bisschen Spielpraxis bekommt. So, was haben wir denn da noch so als Dings? Ne? Dada. Espanol. Ist aber, glaube ich, kein Baske. Ist der G-Dada. Oder? Fragezeichen. Wie viel haben wir denn in Kohle eigentlich mittlerweile auf dem Konto? Weil theoretisch bräuchte da mal noch was auf der Position. Was haben wir denn noch da? Haben wir noch mal irgendwann ein bisschen Kohle? 7 Millionen haben wir nur. Moment. Sergi Darder Baske. So. Ist der... Ist aber, glaube ich, meines Wissens kein Baske. Kommt aus der Espanol-Jugend, ist aber dann tatsächlich kein. Die Frage ist, wo bist denn du geboren, Kollege? Der muss jetzt Geburtsort okay, Geburtsort. Ich muss jetzt tatsächlich googeln. Ist Mallorca. Ja, okay. Dann hat sich das erledigt. Nee, dann ist er keiner und damit fällt er tatsächlich so ein bisschen aus dem Konzept.
Weil ich will es ja ein bisschen regulär machen. Bleib doch mal ruhig, Kollege. Das ist gerade Markus, der nervt, der sagt gerade ein bisschen, ja, ich hätte gerne ein bisschen gespielt, aber ja, weniger. So. Ich gucke jetzt gerade noch mal, was wir bekommen. Ich glaube eigentlich, dass wir vielleicht sogar noch mal einen Sechser haben müssten. Aber ich glaube, das wird schon irgendwie so gehen. Gut. Noch ein paar Minuten. 2 Stunden haben wir noch. Aber ich denke mal, wir werden jetzt nichts mehr kriegen. Letzter. Das werde ich jetzt nicht tun. Weil ich brauche ihn noch als Ersatz vorne. Und dann ist hier durch mit dem Deadline Day. Und dann war's das für euch heute. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, wenn alles so weit wie klappt, wie ich das gerne hätte. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei FIFA 23. Und dann geht's hoffentlich auf die PS5 rüber. Bis dahin. Tschüss.